arbeiten. Guten Tag, Herr Raschmari. Es Guten ist Tag. schön, Sie mal wieder zu sehen und mit Ihnen zu sprechen. Es ist nicht nur schön, sondern es ist auch dringlich, sich etwas auf dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen zu informieren. Denn im Nahen Osten, in Palästina, in Israel ist wieder sehr viel los. Das klingt so ein bisschen harmlos. Es geschehen schreckliche Dinge und jetzt ist die israelische Armee auch massiv gegen Palästinenser vorgegangen. Was sind denn die Hintergründe der neuen Unruhen, der dramatischen Entwicklung? Erstmal vielen Dank für dieses Interview. Ich fühle mich wohl dabei, dass Menschen interessiert sind, über Palästina was zu wissen und sich informieren zu lassen. Die Hintergründe sind klar. Erstmal der Hauptgrund ist die israelische Besatzung. Aber ich wollte kurz nur auf die letzten Ereignisse eingehen, damit die Zuschauer mitbekommen, was in Palästina wirklich los ist. Wenn Sie das erlauben, selbstverständlich. Seit gestern früh um 12:30 morgens attackieren über 1000 israelische bewaffnete, sehr gut bewaffnete Soldaten eine Stadt, heißt Jenin, und ein Flüchtlingslager neben dieser Stadt Jenin, heißt auch Flüchtlingslager Jenin, wo Palästinenser und Palästinenserinnen leben, die seit 1948 von ihren Ländereien, Häusern vertrieben worden sind. Jetzt, warum diese militärische Aktion? Weil einfach Israel selbst hat große Probleme. Sie haben mit einer Regierung zu tun, die ultrarechts ist und einen religiösen Touch hat. Im Sinne, sie sind der Meinung, wie das in dem Vertrag in dieser Regierung steht. In diesem Vertrag steht für die Bildung dieser Regierung damals, vor ein paar Monaten, das Gebiet zwischen Jordantal und Mittelmeer ist jüdisch. Und das jüdische Volk hat nur das Recht auf das Selbstbestimmungsrecht. Das heißt, bitte. Sie meinen, nur das jüdische Volk hat nur das jüdische Volk. Das heißt, sie negieren sogar, dass da ein palästinensisches Volk lebt. Zweitens, sie bieten bis jetzt keine politische Lösung. Im Sinne, die meinen, da die Weltlage zurzeit sehr schwierig ist, es gibt ja Ukraine-Krieg, die ganze Welt ist mit Ukraine-Krieg beschäftigt. Sie meinen, jetzt ist die Zeit ist reif, eine Endlösung für den palästinensisch-israelischen Konflikt einführen zu können. Eine militärische. Gibt es dafür Hinweise? Sie sagen eine Endlösung. Das ja, ist ich sage, ich das werde ist ja ein sehr belastetes Wort. Also ja, genau. Ich weiß, was dieses Wort heißt, und ich will das beweisen, warum ich das so nenne. Erstmal, in dieser Vereinbarung, wo die drei Parteien, erstmal Partei heißt die jüdische Kraft von Ben Gefir. Ben Gefir wurde als Terrorist damals verurteilt. Ist einer, der für die innere Sicherheit in Israel und zwischen Klammern auch die besetzten Gebieten verantwortlich. Zweitens, der Minister Smotrich ist für Wirtschaft und für auch sein für Sicherheitsarbeit verantwortlich. Und der kommt von einer Partei, heißt religiöser Zionismus. Und die Likud-Partei ist bestimmt Ihnen bekannt als eine rechte Ja. Partei von Netanyahu. Netanyahu Ja, lehnt sogar Oslo-Abkommen ab. Daher, ein gemeinsamer Nenner für diese Regierung ist,
keine Lösung für die Palästina-Frage zu finden. Im Sinne, die Palästinenser bekommen keinen Staat zwischen Jordantal und Mittelmeer. Und das ist gegen jegliche UN- und Weltsicherheitsrat-Resolutionen. Und daher. Das liegt an der jetzigen Koalitionsbildung in Israel aus Ihrer Sicht. Jetzt, Also, ja. Also da neben der eigentlich schon rechten Partei des Herrn Netanyahu noch zwei weitere, noch weiter rechts stehende Parteien mit in der Regierung sind. Genau, richtig. Ich will das nur noch mal erklären, ja. Also wenn man gewöhnt ist, dass Israel halt über weit lange Jahrzehnte von der Arbeiterpartei regiert worden ist, dann muss man das schon wahrnehmen und ernst nehmen, was es da an neuer oder an jetzt vorhandener politischer Konstellation gibt. Richtig, hundertprozentig richtig. Was wichtig ist, jetzt Folgendes zu merken. Erstmal, diese Trio versucht die Parole, dass Israel ein demokratischer Staat in dieser Region ist und sei, unter sozusagen unter Beobachtung zu stellen. Das heißt, die Welt kontrolliert. Stimmt diese Parole? Ist Israel wirklich demokratisch, ja oder nein? Die Antwort ist jetzt nein und war Wie auch nein. begründen Sie das denn? Ein demokratischer Staat kann nicht ein anderes Volk unterdrücken. Erstmal das. Zweitens, sie haben versucht, sagen wir, die Hoheit bzw. die Beschlüsse von dem, wie sagt man, von dem Gerichts, von dem, sagen wir, von dem Obergerichtshof Ja. in Israel zu untermauern, indem sie einen Beschluss erfassen wollten, dass die ihre Beschlüsse unterwerfen das israelische Parlament im Sinne, das israelische Parlament, wo diese Trio die Ja. Mehrheit haben, können über die Beschlüsse des obersten Gerichtshofes bestimmen. Aber das ist doch nicht durchgekommen. Nein, deswegen sind seit 7 Wochen gehen Hunderttausende auf die Straße gegen diese Ja gut, aber Gesetzgebung. das ist doch ein klares Zeichen einer lebendigen Demokratie. Da können Sie doch nicht sagen, dass das kein demokratischer Staat sei. Nein, das ist lebendige Demokratie von einer Seite, im Sinne für die Israelis, die da leben. Sie sehen das als eine demokratische, keine demokratische Entwicklung. Die Israelis selber. Deswegen gehen sie auf die Straße. Das Ja. heißt, ein demokratischer Staat kann und sollte nicht solche Gedanken überhaupt ausüben. Im Sinne, dass eine Macht im Sinne des Obersten Gerichtshofs ihr Einfluss an das Parlament übergibt. Das geht ja nicht. Es gibt ja Exekutive, es gibt Ja gut, aber das Legislative. ist ja auch nicht geschehen. Nein, noch nicht, aber noch Manchmal die. am Samstag haben Hunderttausende demonstriert, nochmal. Ja gut, aber Damit. das ist wieder ein Beispiel dafür, ein Beleg dafür, dass das eine lebendige Demokratie ist. So würde man auf jeden Fall sagen. Ja, Und das ist ja. manche sehen das auch so, wie Sie das sagen. Ich sage als Palästinenser Folgendes: Demokratie ist nicht nur Wahlen und Demokratie ist nicht nur, dass man eine freie Meinungsäußerung hat, sondern Demokratie heißt, dass Gleichberechtigung für allejenigen, die da in dieser Region leben. Die Palästinenser, die in dem Gebiet, wo Israel als Staat ist, werden benachteiligt. Und die bekommen zum Beispiel nicht genug Gelder für ihre Schulen, für ihre Universitäten und so weiter. Ich kann mehrere Beispiele benennen, wo sie die Benachteiligung des palästinensischen Volkes, das in Israel lebt, vorhanden ist. Aber auf jeden Fall, jeder kann denken, wie er oder sie will. Okay, manche sagen Demokratie, ich behaupte, ne, das ist keine Ja, nein, ich habe Demokratie. das deshalb gebracht, Ja. Herr Ramaswamy. Sie müssen sehen, dass im Westen, auch bei Leserinnen und Lesern der Nachdenkseiten, gerade heute habe ich eine Mail bekommen, da steht halt drin, bitte beachten Sie, dass anders als in den arabischen Staaten, als anders als in Palästina,
der israelische Staat eine Demokratie ist. Das ist ein fest verankert in der westlichen Welt. Ja, das ist ja die Und das Propaganda. muss Das man, ist. deshalb poche ich darauf, dass wir das auch, dass wir das im Gespräch auch beachten, dass dieses Ja, Denken so richtig. da ist. Das ist wie eine Blackbox, wird das in die Mails und die Diskussion eingeschoben. Israel ist ein demokratischer Staat, so wie wir ja auch zu Deutschland sagen, wir seien ein demokratischer Staat. Und ich will mal dazu etwas sagen. Ich betrachte das nicht so. Wir haben eine so hohe Medienkonzentration und einen so hohen Einfluss von bestimmten Gruppen auf die deutschen Medien, dass man von einer wirklichen Demokratie nicht mehr sprechen kann. Aber da bin ich eine radikale Minderheit mit dieser Aussage. Und Ja. ähnlich ist es in Bezug auf Israel. Wenn man sagt, das sei keine Demokratie, dann gehört man zu einer kleinen Minderheit, die das sagt. Okay, Und dann gehöre ich zu dieser okay, zu den Minderheit. Demonstranten werden wahrscheinlich viele sein, die das genauso wie ich das auf Deutschland so sehe, kritisch sehe, sehen auch viele Israelis ihren eigenen Staat kritisch. Das kann man, glaube ich, annehmen. Ja. Insofern will ich Ihnen nicht ganz widersprechen, aber wir sollten vorsichtig und auch differenziert mit diesen Etiketten umgehen. Richtig, da bin ich Ihrer Meinung. Was ich sagen wollte noch dazu, jetzt, wenn man, ich möchte das nur diese Sache erklären, dann höre ich Ja. mit dieser Erklärung auch auf. Dann möchte ich nämlich was anderes kurz erzählen. Wenn man ein Gesetz verabschiedet, und das war 2018, das nennt man das jüdische Nationalstaatsgesetz, wo man klar sagt, dass der jüdische Staat und das ist dieses Land ist nur für die Juden ist, wo in Israel andere Minderheiten leben. Sie werden einfach ignoriert. Und in einem demokratischen Staat darf man die Minderheiten nicht ignorieren. Das ist richtig. Zweitens, die in diesem nationalen jüdischen Staatsgesetz ist klar definiert, dass das Selbstbestimmungsrecht nur für die Juden ist und nicht für irgendein anderes Volk. Mit anderen Worten, wer so denkt und handelt, sieht schon oder plant schon im Voraus die Vertreibung eines anderen. Weil wenn man sagt, dieses Land gehört nur mir und mir alleine, negiert man gleichzeitig das Existenzrecht des anderen Volkes. Darf ich denn an dieser Stelle darum bitten, dass das, was Sie jetzt zitiert haben, Sie mir dann vielleicht auch diesen Text noch schicken, damit Ich wir dann werde Ihnen alle Paragraphen von einfach, diesem damit Gesetz wir schicken. unseren Lesern, wenn wir dieses Video einstellen, auch noch diesen Text geben können, weil das ein wichtiger Beleg ist. Und dann sollte man nicht einfach nur drüber wegreden, was Sie nicht getan haben, aber ich will einfach darum bitten, dass wir das auch belegen können. Mache ich Entschuldigung. auch gerne, werde ich auch schicken und Ihre Leser und Verfolger können das gerne auch selber lesen und auch versuchen, mal sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Jetzt nur zurück auf das Hauptthema, weil ich meine, seit gestern tobt in dieser Stadt Jenin, wo 265.000 Menschen leben und in dem Flüchtlingslager neben Jenin, wo die Palästinenser auch leben, die Flüchtlinge, sind 17.000. 3.000 sind schon aus ihrem Lager rausgejagt. Rausgehen? Regelrecht verjagt. Die müssten raus aus Die dem sind Lager. geflohen oder sind raus? Nein, die sind durch diese militärische Auseinandersetzung, Ja. müssten sie ihre Häuser Ach verlassen. so, aha. Ja? Erstens. Zweitens, bis jetzt sind 10 Palästinenser gefallen, darunter 3 Kinder. 105 Verletzte und 20 davon schwer verletzt. Ja, im Ja. Sinne, wahrscheinlich sterben sie. Hm. Die medizinischen Ambulanzen dürfen die Menschen da nicht helfen. Die Straßen werden mit Bulldozer regelrecht kaputt gemacht. Die Häuser werden zerstört. Unter dem Motto,
wir kämpfen gegen Terroristen, die palästinensischen Terroristen. Die Frage ist, wenn eine Armee, die über 1000 bewaffnete Soldaten mit Panzern, Drohnen, Kampfjets, Hubschrauber und so weiter, mit allen Gattungen der militärischen Aktion, bekämpfen Leute, die überhaupt, die haben, manche Leute haben keine Waffen. Und vielleicht ein kleiner Teil hat Waffen. Aber was ist, das sind einfache, simple Waffen. Wir haben keine Kanonen, wir haben keine Bulldozer, wir haben keine Panzer und so weiter. Ja? Und daher, die Kräfteverhältnisse militärisch ist zur Seite Israel verschoben. Dann stellt sich die Frage, wie kommt so ein Staat, der militärisch als die fünftstärkste militärische Kraft in der Welt betrachtet wird. Sie besitzen Nuklearbomben, dass sie gegen Flüchtlinge, sozusagen Flüchtlingslager, und gegen Zivilisten vorgeht. Selbstverständlich, die UNO hat das verurteilt. Die EU hat das auch verurteilt. Aber was hilft uns das als Palästinenser? Wenn nur Worte gesagt werden und kein Druck auf Israel ausgeübt wird, damit sie endlich mal der UNO... Wie müsste denn aus Ihrer Sicht der Druck aussehen? Einfach Sanktionen. Wie macht man Sanktionen? Man macht Sanktionen gegen Putin, weil er Ukraine attackiert hat, oder nicht? Ja. Ja. Und die Welt sagt, die besetzten Gebiete von 1967 wurden militärisch besetzt. Militärisch. Das heißt, es war Krieg. Und die haben das Land an sich gerissen. Ja. Das Jenin gehört auch zu diesem besetzten Gehört Gebiet. Zur Westbank, genau richtig. Ja. Gehört zur Westbank. Das heißt, theoretisch, die Besatzer müssen sich um ihre Besetzten kümmern und nicht töten und nicht bombardieren. Und das ist laut Genf-Konvention. Das ist ja für jeden Mensch, der ein bisschen Erfahrung hat und ein bisschen liest, weiß Bescheid, dass das, was Israel gerade tut, ist gegen die UN-Resolutionen, ist gegen alle Menschenrechtskonventionen, ist gegen die allgemein gegen jeden Vernunft. Die Frage stellt sich bis jetzt noch, wieso weigert sich Israel, die Zwei-Staaten-Lösung nicht durchzuführen? Sie haben ihren Staat und die Palästinenser haben ihren Staat. Wieso weigert sich Israel, eine politische Lösung herbeizuführen? Und wie Sie wissen, Herr Albrecht, wie Sie wissen, wenn eine politische Lösung in eine Sackgasse gerät, dann sprechen die Waffen. Dann sprechen die Waffen. Und deswegen logisch, dass Israel militärisch sehr stark ist, aber die Palästinenser stehen mit dem Rücken an der Wand. Die können ihre Heimat nicht verlassen. Wir leben da seit 4000 Jahren. Jenin existiert als Stadt seit 2500 Jahren. Wie sollen die Palästinenser sich von ihrem Land verjagen lassen? Die werden mit allen Mitteln versuchen, sich zu wehren. Ja, jetzt will ich mal eine radikale Analyse dazu setzen, Herr Mashmawi. Die ist sehr bitter für das palästinensische Volk. Also es gibt ja einen Israeli, der ein Buch geschrieben hat über die ethnische Säuberung. Ja, Ellen Pappe. Ja, wenn man das ernst nimmt, ich habe das Buch gelesen, dann schaut man völlig hoffnungslos auf diesen Konflikt. Weil auf der Linie des Konzeptes der ethnischen Säuberung ist das, was die israelische Armee und was die israelische Regierung jetzt tut und den Umgang, den sie mit dem palästinensischen Volk pflegt, eigentlich ganz logisch. Wenn ich dem Ziel der ethnischen Säuberung folge, dann muss ich solche Sachen veranstalten, die diesem drangsalierten Volk keine Perspektive mehr eröffnet. Und dann, dass es eben, dass die Leute weggehen, dass die Leute umgebracht werden, dass sie, ja, das ist wenig, das ist keine, wirklich keine schöne Analyse für Erfolg, das ist mir völlig klar. Aber ich wollte diese
diese radikale Position wenigstens einbringen, weil ja gar nicht von der Hand zu weisen ist, dass Teile der israelischen Regierung diese Ideologie oder diese Konzeption, wenn man das vornehm ausdrücken will und viel zu freundlich ausdrücken will, durchaus teilen, ja. Ja, die Frage ist nur, was bieten Sie zurzeit an? Die ethnische Säuberung wird nicht gelingen. Wir leben nicht in 1948, wo sie das versucht durchzuführen. Ah Jetzt ja, gibt okay, es so gut zu die wissen. sozialen Medien, jede Sache wird fotografiert, die ganze Welt weiß davon, von der sogenannten einzigen demokratischen Staat in dieser Region, wie sie mit einem anderen Volk, was dieses Volk besetzt ist, wie sie mit diesem Volk umgehen. Sie bieten uns drei Möglichkeiten. Entweder ein Apartheidstaat, wir Ja. sollen uns damit abfinden, als Volk, das sich unterwerfen soll. Zweitens, sie bieten uns Vertreibung und Tötung. Und Ja. drittens, damit sie das Land hier bekommen, wie Sie eben gesagt haben, und eine begrenzte Selbstverwaltung. Dann sollen wir wählen. Wir sagen, als Palästinenser sagen wir Folgendes. Alle drei Alternativen sind für uns nicht akzeptabel. Wir kämpfen klar und deutlich für einen palästinensischen Staat, was von 138 Staaten dieser Erde anerkannt wurde. Nämlich, dieser Staat sollte in Westbank, Gazastreifen, in Ostjerusalem als ihre Hauptstadt existieren müssen oder aufgebaut werden. Plus das Rückkehrrecht der Palästinenser, die 1948 aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Das ist Ja. unsere Perspektive für eine politische Lösung. Bis jetzt gab es nur in diese Richtung, damals das war Ende der 90er Jahre, wo Rabin den Mut besaß, in diese Richtung was zu tun. Er wurde von einem jüdischen Siedler erschossen. Ja. Vielleicht wissen Sie das. Ja? Mit anderen Worten, es gab keine israelische Regierung, die an sich weder mit Oslo Abkommen noch sich mit politischen Lösungen richtig beschäftigt hat. Ja, und Netanyahu selber hat das Oslo-Abkommen abgelehnt. Aber er war gezwungen von den Amerikanern, die seine Haupthüter sozusagen, mitzuziehen. Aber ernst hat er das geschafft, dass mehr Siedlungen aufgebaut wurden seit Oslo-Abkommen von 1993, haben sich verachtfacht die Siedlungen. Das heißt, mehr palästinensisches Land wurde ja judaisiert und geklaut sozusagen. Und zweitens, mehr Siedlungen wurden aufgebaut. In Westbank selber leben zurzeit 700.000 Siedler. Während Oslo-Abkommen waren die noch nicht mal 100.000. Also in der Westbank leben 700.000 israelische Siedler. Ich Ja. wiederhole nur, damit das auch Nee, ganz richtig. klar. Sie haben recht. Und das ist unabhängig von jetzt von Jerusalem, wo auch Siedler leben. Das Problem, denke ich, für beide Völker sollen Gruppen geben, die für eine friedliche Lösung arbeiten müssen. Das Problem innerhalb Israel, diese Gruppen sind zu wenig. Ja? Wo Ist auf der denn in der palästinensischen Seite die Mehrheit sind für einen Staat in Westbank, Gazastreifen mit Jerusalem als Hauptstadt und für das Rückgrat. Das ist der Unterschied von zwei Perspektiven. Eine sind Perspektive. denn unter den Gruppen, die jetzt opponieren gegen die israelische Regierung, also unter den israelischen Gruppen, sind da welche, die diese Zwei-Staaten-Theorie mit vertreten? Also ist In der Regierung selber? Nein, keiner. nein, unter den Leuten, die auf die Straße gehen und die gegen die Regierung demonstrieren. Leider nicht, weil diejenigen, die auf die Straße gehen, die haben bis jetzt in diese Richtung nichts getan. Leider nicht. Ja, welche Kräfte gibt es in Israel Es noch, gibt die für die? wenige Kräfte, habe ich eben gesagt, kleine Kräfte, die
die für so eine Lösung sind. Aber sagen wir, die Mehrheit der Israelis sind zurzeit blind. Sie denken, sie können das palästinensische Volk ausradieren und die sogenannte ethnische Säuberung durchführen. Aber das wird bestimmt in der 21. Jahrhundert sehr schwer durchführbar sein. Außerdem, wir leisten ja Widerstand auf unsere Art. Wir leisten einen Volkswiderstand mit allen Mitteln. Wir verteidigen unser Recht auf Leben. Auf Leben, nicht auf einen unabhängigen Staat. Wir verteidigen uns als Menschen. Wir möchten gerne nur da leben können. Und da können wir nur leben, wenn wir das Selbstbestimmungsrecht bekommen, wo wir einen eigenen Staat frei entwickeln können. Ja gut, aber so wie die Lage ist, wird das doch nur wieder auf den Weg gebracht werden können, wenn man innerhalb der israelischen Gesellschaft Unterstützung dafür findet. Das ist richtig. Und Und deswegen bauen was wir, Herr Albrecht, bauen wir Brücken zu den demokratischen Kräften in Israel. Und wir versuchen, Kontakt als Palästinenser mit denen aufzunehmen. Und wir versuchen, sie Kraft sogar zu geben, damit sie weiterarbeiten. Aber wenn eine Gesellschaft, wo die Mehrheit, ich sage jetzt mit Vorsicht, rechtsblind ist, im Sinne, die sind blind, richtig? Die werden irre geführt. Ja? Daher denke ich, wir brauchen gewisse Zeit. Zurzeit, Sie haben recht, zurzeit sieht es schlecht aus für die Wie gibt Palästinenser. es da innerhalb der israelischen Medien solche, die diese alte Linie der Zwei-Staaten-Theorie, Ja, gibt es. Rabin, Es gibt es. und so weiter, die Ja, das ja. noch unterstützen? Gibt Ja, es das es in gibt zum Israel? Beispiel Haaretz, eine bekannte Ja. israelische Zeitung. Der Gideon Levy ist ein sehr bekannter auch Journalist, der schreibt ständig über diese Sache. Ah ja. Es gibt auch Redakteure im Fernsehen, die sagen, auf diesem Weg werden wir niemals als Israelis Frieden bekommen, dass man mit Gewalt und mit militärischer Gewalt versucht, man Palästina-Problem zu lösen. Wir müssen mit den Palästinensern versuchen, Frieden zu schaffen. Jetzt die Frage ist immer, was versteht man unter Frieden? Ja, wenn man Apartheidstaat versteht, dann geht es nicht. Das ist kein Frieden, sondern das ist Unterwerfung. Und daher wir meinen zurzeit, die politischen Lösungen sind in einer wirklich, sagen wir, in einem großen Problem. Formuliere ich das so vorsichtig. Im Sinne, es gibt keine politischen Lösungen zurzeit. Warum? Weil die Kräfteverhältnisse sind komplett zugunsten Israel verschoben. Erstens. Zweitens, Amerika hält ihre Hand über diese Entwicklung. Im Sinne, sie unterstützen weiterhin ohne Hemmnisse die Politik des israelischen Staates. Bis jetzt noch. Die sind kein neutraler, sagen wir, Kraft. Keine neutrale Kraft, die versucht, vielleicht Frieden zu schaffen, das ist nicht wahr. Sondern die USA versucht, ihre Interessen in dieser Region wahrzunehmen, versucht, ein kolonialistischer Staat zu unterstützen und versucht, wirklich mit aller Gewalt ihre Ziele in dieser Region durchzusetzen. Durch verschiedene Punkte kann ich auch erwähnen. Die brauchen diese Gas und Unterscheiden Öl. sich die amerikanischen politischen Richtungen da nicht in der Sicht? Also ist das jetzt der demokratische Präsident ist genauso schlimm wie die anderen vorher oder gibt es da irgendwo? Wir müssen doch nach Hoffnungsschimmern suchen. Das ist doch, Das sonst ist ist es wahr. doch wirklich so, dass man sich erschießen kann, wenn man überhaupt keine Lösung im Blick hat Ja, oder es gibt kaum Horizont Differenzen. wenigstens im Blick hat. Es gibt kaum Differenzen zwischen beiden Parteien der Ah USA. ja. Es gibt manche Abgeordnete im Kongress, die manchmal von sich gute Äußerungen ge abgeben. Was Palästina-Israel-Frage betrifft. Aber bis jetzt gibt es kein Druckmittel, damit die USA-Politik sich ändert. Es gibt auch keinen Druck auf Israel, damit sie ihre Politik ändert. Es gibt immer Erklärungen und Erklärungen, die uns als Palästinenser nicht helfen. Wir existieren in diesem Land schon seit
Tausende von Jahren. Und wir sind seit 75 Jahren, gab es ja die Nakba und wir wurden vertrieben. Aber bis jetzt leisten wir Widerstand. Und die Hoffnung begleitet uns ständig, dass irgendwann mal die Kräfteverhältnisse, und wir arbeiten dran, damit die Kräfteverhältnisse sich ändern. Und dann muss die Führung des israelischen Staates eine politische Lösung vorlegen. Bis jetzt ist das nicht Zum der Schluss Fall. frage ich mal noch konkret, was wir Europäer und wir Deutschen in dieser Situation tun müssten. Was wäre denn was wären Schritte, die helfen könnten, um zu einer Lösung zu kommen? In Palästina und außerhalb Palästina, in Europa und überall auf der Welt existiert eine Kampagne, heißt BDS. Boykott, Desinvestitionen, Sanctions oder Sanktionen gegen Israel. Sie wurde 2006 gegründet von allen, fast von allen palästinensischen nichtregierungsgebundenen Organisationen. Sie macht Fortschritte überall auf der Welt, weil manche Firmen ziehen ihr Kapital zum Beispiel von den Siedlungen ab, wo sie nun aufgebaut werden. Die helfen dabei nicht mehr. Manche kaufen keine Ware von Israel, weil diese Ware kommt aus den Siedlungen und dieses Land ist palästinensisches Land. Daher versucht man durch Boykott Israel Druck auf Israel auszuüben. Das ist zum Beispiel eine Sache, wofür ich plädiere, dass man versucht, auf Israel durch die einfachen Menschen Druck auszuüben, dass man die Ware, die aus den besetzten Gebieten kommt, boykottiert. Regelrecht boykottiert, damit die Siedlungen abgebaut werden, dass sie keinen Nutzen davon haben, da zu bleiben. Und das ist ja zu merken, da Israel wirtschaftlich kann man sie wirklich im wahren Sinne des Wortes schaden. Militärisch bis jetzt ist das nicht der Fall. Das ist halt eine etwas, ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte, dass man jetzt also boykottieren soll. Wird man hier in Deutschland bei ganz wenigen Leuten Sympathien ernten können? Das müssen Sie sehen, Herr Rajmabi. Das ist die bittere Situation. Und es ist ja auch kein sehr sympathischer Zug, dass man ein anderes Land und seine Lieferungen boykottiert. Da kommt ja hinzu noch, dass vieles von dem, was dann da geliefert wird und was man boykottiert, möglicherweise auch von Palästinensern mitproduziert wird. Das können Sie ja nicht ausschließen. Und man würde also auch den Palästinensern damit schaden, wenn man diese Boykott mitmacht. Ich will jetzt nicht dagegen sprechen, sondern ich will nur erklären, wie schwierig das auch in einer deutschen Gesellschaft unterzubringen ist und wie schwierig es ist, dafür Sympathien zu gewinnen für ein Aber wir gewinnen Sympathien überall auf der Welt. Sogar in den USA gibt es genug Gruppen, die Israel boykottieren. In den USA selber. Ja? Es Naja. gibt in Norwegen, in Spanien, in Dänemark, in England sogar, ja? In Frankreich Gruppen, die Israel boykottieren. Ja? Es gibt sogar Regierungen, die so für einen Boykott aufrufen. Wie zum Beispiel die südafrikanische Regierung und so weiter. Das heißt, das ist keine kleine Bewegung, diese BDS, Ja. sagen wir, Bewegung. Und ich sage anders jetzt. Ich lebe schon lange in Deutschland als Palästinenser. Ich bin Deutscher, aber palästinensische Abstammung. Ich kann meinem Volk nur helfen, in dem Moment, wo ich für so eine Arbeit Leute finde. Ja, im Sinne, dass ich sage, Leute, ihr wollt keinen Krieg in dieser Region, dann bitte helft uns, Druck auf Israel aufzubauen. Und übrigens, die Maske Israel als der einzige demokratische Staat in dieser Region fällt langsam ab, fällt langsam runter, weil die Menschen sehen jetzt, was Israel macht. Jetzt ein Beispiel, Jenin jetzt von gestern, sieht man, was die israelische Militärmacht machen kann. Sie haben alles gemacht, was sie können, aber bis jetzt keiner hob die weiße Fahne und sagte, ich kapituliere. Keiner. Und wir werden auch nicht kapitulieren.
Weil ich meine, wenn jemand kommt und möchte Sie auf Ihrem Haus rausschmeißen, was würden Sie tun? Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Was können Sie tun, außer Widerstand leisten? Ja. Also, das ist kein gutes Ende unseres Videos, muss ich sagen. Sie werden es genauso empfinden. Ich hätte also lieber, dass man irgendwelche positiven Versöhnungsmöglichkeiten sieht, als die halt des Boykotts. Aber so ist die Welt nun mal und deshalb können wir den Schluss unseres Gesprächs auch nicht verschönern dadurch, dass wir uns einbilden, es gäbe andere Möglichkeiten. Das ist sehr traurig und manchmal muss dann auch ein solches Gespräch eher bitter enden als hoffnungsvoll. So ist die Lage. Ich wünsche Ihnen persönlich und ich wünsche sowohl den Israelis auch als den Palästinensern, dass sie irgendwann Wege finden, um sich zu versöhnen, um sich auszugleichen, um gemeinsam in diesem Land zu leben, in diesem wunderschönen Landstrich, den wir dort haben. Danke Ja, Ihnen vielmals für Ihr Gespräch. danke Ihnen, aber kann ich nur einen Satz sagen? Ja, klar. Wir als Palästinenser, als palästinensische Volk, wir sind für einen demokratischen Staat in Palästina. Wir befürworten so einen Staat, wo alle, wie Sie eben gesagt haben, wo alle gleichberechtigt zusammenleben können. So eine politische Lösung wird bestimmt von liberalen und demokratischen Kräften in Israel bestimmt bevorzugt. Aber wie gesagt, diese rassistische Regierung aus Trio, Likud und die anderen Parteien von Ben Gvir und Smotrich, sie möchten jede politische Lösung verhindern. Ich bedanke mich sehr für das Interview und ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Ja, danke schön. Alles Danke Gute. Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.